Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ja, die riesigen Rabattaktionstage, Black Friday und Cyber Monday stehen vor der Tür. Und ich habe mitbekommen, dass in diesem Jahr sogar einige Unternehmen da eine ganze Aktionswoche oder sogar einen ganzen Aktionsmonat draus machen. Und ich denke, ich bin mit diesem Problemchen nicht alleine, dass man natürlich durch auch die Newsletter, die man in der Zeit bekommt, mit den ganzen Rabattcodes und Superdeals und so weiter, sehr gefährdet ist und dazu neigt, viel zu viel Geld auszugeben für Sachen, die man vielleicht dann letztlich doch nicht braucht, beziehungsweise gar nicht gekauft hätte, wenn diese ganzen Aktionen nicht gewesen wären. Aber in diesem Jahr möchte ich das auf jeden Fall anders handhaben. Und zwar möchte ich diese Aktionstage mit smarten Einkäufen wirklich gut für mich nutzen und Impulskäufe sowie den Kauf von unsinnigen Produkten so gut wie es geht komplett vermeiden. Dazu habe ich mir und auch euch eine kleine Strategie zurechtgelegt mit ein paar Tipps, die uns, glaube ich, helfen könnten, gut durch diese Zeit zu kommen. Und die möchte ich gerne heute in diesem Video mit dir teilen. Als erstes habe ich mir überlegt, eine Wunschliste zu erstellen. Und zwar möchte ich da alle Produkte draufschreiben, auf die ich schon länger ein Auge geworfen habe und bei denen ich vielleicht schon länger darauf gewartet habe, dass ich sie irgendwann mal reduziert oder zu einem guten Preis finde, bei denen ich mir schon viele Gedanken darüber gemacht habe, ob ich sie wirklich gerne haben möchte, ob sie die Dinge, die ich schon habe, ergänzen und ob ich einen langfristigen Nutzen davon habe. Denn ich finde, bei den Produkten ist es durchaus legitim, sie während dieser Aktionstage zu kaufen, denn früher oder später hätte ich sie wahrscheinlich sowieso gekauft und warum sie dann eben nicht zu einem Zeitpunkt holen, wo ich dann eben auch noch einen guten Preis dafür bekommen kann. Der nächste Strategiepunkt geht so ein bisschen in diese Richtung und zwar steht ja jetzt bald Weihnachten und Nikolaus vor der Tür und wenn ihr eure Lieben zu diesem Zweck beschenken möchtet, dann werdet ihr höchstwahrscheinlich in der nächsten Zeit so oder so ein paar Geschenke kaufen. Und da können wir natürlich diese Rabattaktionen sehr gut für uns nutzen und dann eben auch noch beim Kauf der Geschenke etwas sparen. Ich habe mir also vorgenommen, als erstes mal alle Personen runterzuschreiben, die ich grundsätzlich eben zu Weihnachten oder Nikolaus schenken möchte und mir dann so konkret wie möglich überlegen, was ich der einzelnen Person schenken möchte. Das heißt, dass ich nicht nur aufschreibe, Tante Erna möchte ich gerne ein neues Buch schenken, sondern mir schon konkret überlegen, von welchem Autor, welches konkrete Buch oder wenn ich jetzt zum Beispiel einer Freundin Schmuck schenken möchte, dass ich mir genau überlege, von welcher Marke soll das sein, was für eine Art von Schmuckstück soll das sein und am besten vielleicht auch schon das Modell. Weil wenn wir dann erst, wenn diese ganzen Rabattaktionen laufen, anfangen, unsere Ideen zu konkretisieren, dann besteht natürlich eine höhere Gefahr, dass wir uns von irgendwelchen Deals und Rabattaktionen verleiten lassen, etwas zu kaufen und uns gar nicht vorab wirklich tiefgründig Gedanken darum gemacht haben, was passt denn am besten zu der Person und was möchte ich ihr wirklich schenken. Das heißt, wir können dadurch auch wieder Impulskäufe vermeiden und auch Fehlkäufe vermeiden. Und das ist natürlich das, was bei Geschenken besonders wichtig ist. Als dritten Punkt habe ich mir überlegt, dass ich mir meinen Bestand anschaue, gerade so was natürlich den Bereich Kosmetik und Pflege angeht, wo man ja einige Produkte hat, die man sowieso immer wieder aufbraucht und immer wieder nachkauft und dass ich da einfach mal durch meinen Bestand gehe und schaue, wie viele Backups habe ich denn von diesen Produkten noch. Und falls es da etwas gibt, was ich immer wieder nachkaufe und das mir ja jetzt in naher Zukunft leer gehen wird, dann macht es natürlich Sinn, diese Produkte zu genau dieser Zeit zu kaufen, um dann eben auch noch was zu sparen. Allerdings heißt das natürlich jetzt nicht, dass ihr deswegen komplett ausrasten sollt und irgendwie vier oder fünfmal euer Lieblingsparfüm bestellen sollt in dieser Zeit. Das ist damit nicht gemeint, denn
Ihr müsst euch überlegen, gerade im Frühjahr, wahrscheinlich so gegen April rum, ist sowieso wieder die nächste Rabattaktion. Dann gibt es wieder die Glamour Shopping Week und irgendwelche Oster- und Pfingstrabatte und so weiter. Muttertag und, ne, schieß mich tot, ihr wisst, was ich meine. Und dann habt ihr auch wieder die Möglichkeit, mit Rabatten und Vergünstigungen diese Produkte nachzukaufen. Das heißt, überlegt euch wirklich smart, wie viele Produkte von dem, was ich immer wieder aufbrauche und immer wieder nachkaufe, werde ich in dieser Zeitspanne von ungefähr roundabout einem halben Jahr wirklich auch verbrauchen. Weil es bringt euch ja nichts, wenn ihr dann irgendwie 4 oder 5 Pakete zum Beispiel eures Lieblingsparfums in der Schublade liegen habt. Und das euch dann irgendwie kippt, weil die dann 1-2 Jahre lang da dann jetzt demnächst rumliegen werden. Denn ja, auch Backups werden irgendwann schlecht. Und wenn ihr die dann irgendwann wegwerfen müsst, weil euch die Sachen schlecht geworden sind oder gekippt sind, dann habt ihr natürlich kein Geld gespart, sondern letztlich eigentlich sogar aus dem Fenster geworfen. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Und wenn wir dann diese 3 Listen erstellt haben, kommt der nächste wichtige Punkt, und zwar feste Budgets setzen. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, neben dieser Vorarbeit, welche Produkte wir überhaupt kaufen möchten. Wie viel Geld können und wollen wir denn überhaupt für diese Produkte ausgeben? Weil auch wenn die Sachen grundsätzlich günstiger sein werden zu diesem Zeitraum, sollten wir natürlich nicht unseren finanziellen Rahmen sprengen. Das heißt, als nächstes sollten wir uns dann nochmal unsere 3 Listen nehmen und zu jedem Produkt, was wir uns da aufgeschrieben haben, und zu jedem Geschenk ein festes Budget setzen. Und wenn wir diese Listen dann zusammenrechnen und in der Summe mit dem vergleichen, was wir dann in diesem Monat noch zur Verfügung haben, dann werden wir relativ schnell feststellen, ob wir da sogar über unserem Budget geplant haben oder ob das mit dem, was wir noch übrig haben, übereinstimmt. Das heißt, ihr habt dann an der Stelle schon mal direkt die Möglichkeit zu überlegen, okay, das sprengt jetzt diesen Monat meinen finanziellen Rahmen zum Beispiel und ich muss ein paar Abstriche machen. Das heißt, dass ich vielleicht ein paar Produkte von meiner Wunschliste dann doch nicht in diesem Zeitraum der Rabattaktionen kaufen kann, sondern vielleicht dann eben bis zum nächsten Frühjahr bei der Glamour Shopping Week warten muss, sodass ihr so peu à peu alles miteinander justiert bekommt und mit eurem festen Budget und eurer festen Einkaufsliste dann in die Aktionswochen starten könnt. Wenn es dann soweit ist und das ganze Schauspiel dann losgeht, dann ist es natürlich super wichtig, dass ihr Angebote vergleicht und dann eben nicht das ein oder andere Produkt von eurer Liste sofort beim erstbesten Händler, den ihr dann findet, kauft. Denn das ist eine Zeit, in der es ein hohes Konkurrenzverhalten zwischen den einzelnen Unternehmen gibt und die sich natürlich auch in einer gewissen Weise so ein bisschen versuchen zu unterbieten, damit möglichst viele Leute eben bei ihnen kaufen. Und obwohl ihr euch natürlich ein festes Budget gesetzt habt für die einzelnen Produkte, ist es natürlich schön, wenn ihr dann letztlich so wenig wie möglich dafür zahlt und im Idealfall vielleicht sogar von eurem vorher gesetzten Budget noch etwas übrig habt. Also versucht euch ein bisschen zurückzuhalten, stöbert auf verschiedenen Seiten, vergleicht die Angebote, vergleicht das auch mit den anfallenden Lieferkosten vielleicht zum Beispiel und welche anderen Prämien oder Vor- und Nachteile ihr da bei eurem Kauf habt, sodass ihr euch dann letztlich gut überlegt für euren Kauf entscheiden könnt. Und eigentlich ist es natürlich ziemlich offensichtlich, aber natürlich solltet ihr euch auch fest vornehmen, dann letztlich nur die Produkte, die ihr auf euren Listen stehen habt, mit dem fest eingeplanten Budget zu kaufen. Und nicht spontan dann doch nochmal da was für den Rabatt oder doch nochmal da was für den Superdeal. Und auch das ist doch irgendwie praktisch und das könnte ich vielleicht auch noch dafür benutzen. Ne? Also ihr habt euch jetzt diese Listen geschrieben und ihr habt euch diese festen Budgets gesetzt und dann müsst ihr euch auch wirklich daran halten, dabei zu bleiben. Und um euch das noch so ein bisschen zu erleichtern, wäre es vielleicht sinnvoll, alle Newsletter abzubestellen, die ihr vielleicht aktuell noch abonniert habt, von irgendwelchen Firmen, Unternehmen und Seiten, von denen ihr aber während dieser Rabattaktionszeit nichts kaufen möchtet
um euch natürlich so gut wie es geht davor zu schützen, euch zu Spontankäufen verleiten zu lassen. Und Ähnliches könntet ihr zum Beispiel auch auf Instagram oder Facebook machen, indem ihr bestimmten Accounts entfolgt, bei denen ihr gut abschätzen könnt, glaube ich, persönlich bei euch selber, ob es da in dieser Zeit vielleicht diverse Posts oder Stories geben könnte, die euch ebenfalls vielleicht dazu verleiten, etwas zu tun, was ihr eigentlich vermeiden wolltet. Und damit hoffe ich, bringe ich euch halbwegs sicher durch diese turbulente Rabattaktionszeit und wünsche euch auf jeden Fall smartes Einkaufen mit guten Überlegungen innerhalb eures Budgets. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mir natürlich gerne in den Kommentaren schreiben, welche Rabattaktionen ihr auf jeden Fall für welche Produkte fest schon eingeplant nutzen möchtet. Ich weiß, für mich ist das jetzt vielleicht nicht so ganz vorteilhaft, aber ich lasse mich natürlich auch gerne von euch inspirieren und damit hoffe ich, euch weitergeholfen zu haben und dass ich euch ein paar hilfreiche Tipps mit an die Hand geben konnte. Und bedanke mich fürs Zuschauen und für eure Zeit und würde sagen, wir sehen uns dann nächste Woche Donnerstag zu meinem nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und passt auf euch auf. Ciao!